guten Abend oder guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Wann auch immer ihr diese Folge sehen werdet, seid gegrüßt. Ja, Festung Drachenschreck, das klingt genauso, wie es sich wahrscheinlich gleich anfühlen wird, schrecklich. Aber denn das, ich darf mal wieder 725 Kristalle sammeln. Ja, das ist aber nichts Neues. Das hast du ja schon oft genug getan. Ja, meistens habe ich die Hälfte vergessen. Und naja, auf alle Fälle, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm. Wobei das jetzt schon wieder genauso aussieht, wie ich es nicht haben wollen würde. Dann wechsel doch einfach die Perspektive, dann ist es fröhlicher. Nun ja, ich möchte mich eigentlich... Nummer zwei, oh, ich bin schon weit gekommen. Ich möchte mich gar nicht dazu äußern, was du hier schon wieder veranstaltest. Hallo. Ich weiß auch nicht, was ich da mache. Also, guck mal, völlig entspannt draufschwieben. Ich dachte schon, du gehst abbauen. Ja, das dachte ich allerdings auch. Boah, ist da drüben auf dich wartet. Haha, ich hoffe, ich bin ein Speicherpunkt. Ja, natürlich nicht, war ja klar. Ja. Warum solltest du auch einen bekommen, wenn ich schon in meinen ganzen Level nie einen bekomme? Ja, hallo? Hast du mal gesehen, was da oben kommt? Ja, habe ich. Jetzt springen. Genau. Zack. Okay, so nicht. Oh. Da kommt Freude auf. Ich weiß ja nicht, wo du überall Freude hast hier. Ja, das Timing ist noch ein bisschen schlechter für mich. Na? Oh, wow. Nein! Naja, ich hab schon mal... Och, nö. Ja, was denn? Du hast schon mal den Tod gebucht? Ich hab schon... 22. Ja. Bei dem Tempo bin ich dann morgen fertig, glaube ich. Also ich muss sagen, die Level-Designer von den ganzen Genesis-Leveln sind manchmal ganz schöne Sadisten. Also, was anderes fällt mir doch wirklich nicht ein, wenn man sich das immer reinzieht. Also erstmal tun sich die Charaktere die ganze Zeit ordentlich weh. Und der Spieler kriegt dabei noch ein echt schlechtes Gewissen. Ja. Weißt du, was wir da im Anschluss machen? Wenn wir hier durch sind, den Hardcore-Modus. Moment, du hast gerade ein Problem genannt. Wenn wir hier durch sind. Hallo, wir werden ja wohl. Wir werden ja wohl mit einem Leben hier durch alle Level durchkommen. Ja, naja. Jetzt stell dich mal nicht so an, was hier so anstrengend. Ja. Warum? Ja, warum sind da eigentlich Stacheln? Ja, das frage ich mich auch. Ich bin gelandet! In der Suppe! Ich ahne Schlimmes. Leute, ich glaube, ihr könnt hier bald vorspielen. Was soll denn das heißen? Na, ich sehe noch kein Vorankommen. Oh, komm! Das ist ja eine Katastrophe hier. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ja. Verdammt, Axt. Oh je. Du hättest jetzt total die Lücke fallen. Ich hätte dich echt ausgelacht. Du lachst ihn so schon die ganze Zeit. Das, ja. ist total diskriminierend. Das ist nicht diskriminierend. Das ist angemessen. Und jetzt hier nicht drauf. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Tja, wenn ich dir das verraten würde, ne? Ja, sag mal was. Komm. Nö. Sag mal was! Ich würde erstmal empfehlen, über die ersten Stacheln hinwegzukommen. Danach schauen wir mal weiter. Sieht semi-professionell das hier gerade aussah. Mhm. Total. Ostest mich. Ja, selbstverständlich. Einer muss ja. Bei der Katastrophe, die du hier abliefst. Geht so nicht. Ja, Jungs und Mädels, ne?
Und alles dazwischen. Nein! Übrigens, so funktioniert das immer nicht. Ehrlich? Über Ratschläge für 500. Das wird ja an. Ich probiere das mal. Aber ob ich dir da den Spaß rauben möchte. Nicht, dass du in Tränen ausbrichst, wenn ich das im ersten Anlauf schaffe. Wusste ja nicht. Von daher ist die Gefahr schon mal relativ gering. Komm, das sieht so simpel ja, aber aus. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Spring nach rechts. Spring doch einfach mal rüber. Soll ich denn nach rechts springen? Da ist doch eine Wand. Nein, da ist doch ein Pfeil dran. Hast du gesehen, dass da eine Wand ist? Du hast dir den Kopf an der Wand gestoßen. Ja, danke. Danke für den nützlichen Hinweis. Das macht ja gut genug keinen Unterschied, ob du jetzt einmal mehr oder weniger stirbst. Es sind manche Leute schon für kluge Ratschläge gestorben. So auf den Punkt zu bringen. Ah, ich sag dir gleich nichts mehr ohne meinen Anwalt. Das wieder los was? Hier. Nein, ich rast hier aus. Doch, du rastest hier tatsächlich aus. Ist ja nicht wahr. Wenigstens kommt ihr hier einigermaßen ja, da drüben ist vorbei. Echt, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ich hinkommen soll. So nicht. Wie komm ich denn da hoch, sag mal? Na, reicht denn nicht die Pirouette? Der Pirouettensprung? Ja, das Problem ist, der ist halt zu langsam. Beobachte das jetzt einfach mal ganz genau. Wie man es nicht macht, nein. So macht man es nicht. Naja, ich bin ja alleiniger Spitzenhalter hier. Spitzenhalter? Der Spitzenhalter? Spitzenreiter natürlich, weil ich bin Toten. Oh wei, oh wei. Möchtest du mir was sagen? Ich habe heimlich von dem Mustensaft gekostet. Ja, ich glaube auch. Wunderbar. Der hochprozentige. Ja. Ah, oh mein Gott, ist das nicht der Ordnung. Schränkt die Fahrtüchtigkeit ein. Ja, der schränkt ja noch einiges anderes ein. Ja. Kleine Randnotiz, es sind jetzt 8,5 Minuten. Ja. Ich sehe noch nicht, dass du das schaffst. Ja, ich sehe das auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber aufgeben gibt's ja nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da vernünftig durchkommen soll. Wirklich, probier mal mit Blondchen aus, da an der Wand hochzugehen. Wenn du gelandet bist. Einfach mal, ich meine, was soll denn passieren? Dass ich sterbe! Ja, jetzt komm, mal rüber! Das hat gerade schon nicht funktioniert. Du sollst ja nicht den Ballsprung machen. Nee, das wird nicht. Problem ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach oben springe, komme ich ja auch nicht vernünftig. Drehen sich immer gleich, wa? Ja, ja. Also jetzt, genau. Uiuiuiui. Das war schon. Da tropft die Socke. Das war die beste Lösung ever. Erstmal eine Stunde beobachten und dann genau reinspringen. Oh je. Mein Gott, ey, ist das schwer aufregend. Ja. Aber jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich, richtig? Deswegen werde ich dir nicht helfen.
Also wenn ich in den nächsten 30 Minuten schaffe, dann machst du das. Schön. Ist ja nicht wahr, ist ja nicht wahr hier. Das ist wirklich nicht einfach. Ey, das Schlimme ist. Die drehen sich ja auch nicht in die andere Richtung, wenn du wechselst, ne? Nee. Oh! Was ist denn hier los? Mein Gott, ein Speicherpunkt! Wie hast du das gemacht? Ich, keine Ahnung. Ich bin einfach gesprungen. Schön, kannst du es öfter machen? Ihr wollt mich da verarschen hier? Was ist denn das für eine Rotze? Na, da kannst du die Bombe durchmachen. Ja, wohin denn? Na, einfach nach rechts. Jetzt so. Ja, hallo? Ey, ist doch nicht wahr hier. Hör ich da irgendwie Beschwerden? Das ist doch super. Ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich krieg mich aus! Du müsstest jetzt eigentlich total entspannt sein, weil du nämlich den schwierigsten Part wahrscheinlich geschafft hast. Soll ich grappeln? Guck dir mal die Rotze an hier. Nee, das ist eher so. Nee, sorry, aber. Das ausgedacht hat, dann ist echt leider nicht. Ja. Das Problem sitzt übrigens immer vorm Rechner. Nee, derjenige, der es erfunden hat, diese Rotze hier. Ich sag dazu nichts. Guck doch mal. Lief doch einwandfrei. Die sind hier schon wieder. Aber da kannst du hochklettern. Hochklettern. Naja. Da muss ich aber erstmal hoch genug springen. Na, du warst schon hoch genug. Nee. Die Blätter fangen da schon an, wo du warst. Ja, aber ich komme da mit dem Tricksprung nicht hoch genug. Oder doch? Guck mal, da drüben ist ein Riss in der Mauer, glaube ich. Oder ist das die Sonne, die da hinstrahlt? Ich glaube, das ist die Sonne. Oh, warte mal auf hier, ey. Was ist denn das für eine Kacke hier? Liegen nur Kürbisse. Ja, nee, ist klar. Ui. Das ist doch nicht zum Aushalten, wenn wir die Rotze nochmal machen, ey. Kommst du klar? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier total verzweifelt. Schnell, schneller! Nee. Ist doch nicht hier, ist doch. Aber ich springe schon sehr schnell da hoch, muss ich sagen. Ja, aber das Problem ist, an einer Stelle macht er das nicht. Da musst du quasi schon hochspringen, wenn der jetzt ungefähr da ist. Also gar nicht warten, bis er am Wasser liegt. Genauso habe ich das gemeint. Guck mal rüber. Nach links. Geht nicht. Da musst du das. Ach du Scheiße. Und jetzt. So. Oh je. Oh je. Ach du. Ist doch nicht. Ist doch. Ein. Aber dann musst du da oben dich halt nochmal links runterfallen lassen, oder? Da war doch irgendwas. War da nichts? Oh Gott, kann mich nicht mehr erinnern. Ah. Ja, irgendwo waren da links noch blaue Kristalle. Stimmt. Genau. Du musst dann schon runtergleiten. Mhm. Wenn du denn jemals oben ankommst. No! Ist doch nicht wahr hier. Ja, das Fiese ist ja nur mit, dass hier jetzt diesen blöden. Oh Gott.
Ist sehr egal. Schön. Ich habe gespeichert, aber genau. Ich muss ja nochmal runter, glaube ich. Genau. Aber ich kann ja jetzt nochmal runter. Ja, genau. Und da musst du dich auch bestimmt fallen lassen. Ja. Ich will mich durchpirouettieren. Pirouettieren. Vorher liegst du erstmal noch 30 Tode drauf. Ja, ich glaube schon, also. Stürzt dich da einfach runter. Gar nicht mitfahren. Doch, muss ja. Nee. Ja, wie soll ich denn. Ich krieg... dazwischen durchfallen. Ja, aber ich krieg doch sonst die Dings nicht hin. Ja, dafür kann ich nichts. So, oje. Ja, stell dir mal vor, ne? Du hättest das verpasst. Das wäre echt hart gewesen. So, mein Tod stürzen, dann stehe ich wieder oben. Ach, du Kacke. Juhu, Eule. Oh. Da musst du nochmal hoch. Ja, so nicht, ne? Nee. Na, schade. Naja, hier muss ich dann umschalten, ich kann ja voll verpennen. Ist das ein Anstrengungslevel. Du hast eigentlich noch nichts geschafft. Ist ja das Schlimme. Er ist ein Zeichen von Konzentration hier. Dass ich das so grandios schaffe. Manchmal hat man einfach echt einen schlechten Lauf, ne? Und da kommt doch noch Pech dazu. Auch das noch. Und nicht können. Aber wie? Fragst du dich schon wieder, wie man die kriegt? Ja. Ich frage mich so vieles. Dagegen und jetzt nochmal. Oh, das war schon gut. Oh, genau so. Also, ja, aber. Wenn du das dann halt ist nicht wechseln. Weil du musst, wenn du die Pirouette machst, dann halt nochmal manuell mit der Schultertaste wechseln. Ja! Das war eigentlich schon drin. Siehste? Ach, mein Gott. Jetzt kannst du auch beruhigt abkratzen. Es ist so. Nein, ist doch nicht zu aushalten. Also ja, ich glaube, mit 102 Toten bin ich jetzt locker dabei. Schade, dass man nicht zwischendurch aus der Pirouette kann ich nicht die Bombe machen. Schade. Nee, das geht nicht. Das habe ich jetzt mal auch probiert. Ja. Ich will es gar nicht wissen, also die aufmerksamen Zuschauer haben natürlich mitgezählt. Wenn sie nicht irgendwie schon eingeschlafen sind. Oh, das Video schon weggeklickt haben. Wahrscheinlich letzteres. Aber hey, es geht ja um den Spaß am Spielen. Und solange wir den noch haben, ne? Alles in Ordnung. Hält sich in Grenzen gerade, muss ich sagen. Tja, da musst du was an deinem Geschick ändern. Ja, nee, ist klar. Ist doch nicht wahr hier, ey. Na? Immerhin. Hochprofessionell habe ich das gerade gelöst. Und gehe dann gleich hier wieder nicht drauf. Hochprofessionell drauf. Ja, guck mal, Speicherpunkt. Und ein Schild. Ja, schön. Oh mein Gott. Das wollte ich dir gerade noch sagen, dann hast du schon umgeschaltet. Ich dachte, du stirbst. Ja, das dachte ich auch gerade. Aber ich habe ja noch zur Not ein Schild. Das stimmt. Aber den musst du ja nicht verschwenden.
Oder doch? Na, dann einfach mal Wind. Klar, klar, es ist total logisch hier. Der Zehenspitze zwischen den Stacheln. Das ist hier die Aufgabe. Ah ja, oh Gott. Na super. Ach, Scheiße. Oh Gott. Ja, das hast du ja ganz gut hinbekommen. Ja, ja, klar. Da sind auch noch so gelbe. Sehr schön, so ein bisschen. Ach, das kann man so nicht sagen. Ich bin ja voll guter Dinge. Guck mal, jetzt bist du doch mittlerweile schon warm gespielt. Ja, mir ist schon völlig warm, ja. Ganz warm und ganz warm. Es ist die Frage, ob ich da oben hätte mal was einsammeln müssen, aber ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht. Nein! Wie bist du von da gekommen? Von da oben? Von da? Ist das nicht so? Ach nee! Oh! Cool.